Um was geht es bei der Änderung des Steuergesetzes zur Verrechnung von Geschäftsverlusten bei der Grundstückgewinnsteuer? Was ist die Grundstückgewinnsteuer? In den Gemeinden des Kantons Zürich bezahlen Zürcher Unternehmen heute auf Gewinnen aus dem Verkauf von Grundstücken die sogenannte Grundstückgewinnsteuer. Diese Steuer müssen Zürcher Unternehmen auch dann bezahlen, wenn sie mit ihrem Geschäft Verluste machen. Was will die Gesetzesänderung? Außerkantonale Unternehmen können ihre Geschäftsverluste vom Grundstückgewinn im Kanton Zürich abziehen. Zürcher Unternehmen hingegen nicht. Diese Ungleichbehandlung soll mit der Gesetzesänderung behoben werden. Gegen den Beschluss des Kantonsrates wurde das Referendum ergriffen. Was bedeutet die Gesetzesänderung für die Gemeinden? Aufgrund von Berechnungen werden im Durchschnittsjahr für alle Gemeinden des Kantons Zürich zusammen Steuerausfälle von rund 4 bis 5 Millionen Franken erwartet. Dies entspricht wenigen Promillen der Erträge aus der Grundstückgewinnsteuer. Die Auswirkungen werden von Gemeinde zu Gemeinde und von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein. Was sind die Argumente der Gegner? Die Gesetzesänderung vermengt die Grundstückgewinnsteuer und die Unternehmenssteuer in unzulässiger Weise. Sie ist unfair, weil von der Gesetzesänderung nur Unternehmen profitieren würden. Aufgrund der zu erwartenden Steuerausfälle wären die Gemeinden die Leidtragenden, allen voran die Städte Zürich und Winterthur. Was sind die Argumente des Regierungsrates? Die zu erwartenden Steuerausfälle für die Gemeinden sind verglichen mit dem Nutzen verkraftbar. Die Gesetzesänderung schafft gleich lange Spieße für Zürcher Unternehmen und außerkantonale Unternehmen. Mit der Gleichbehandlung soll ein Standortnachteil gegenüber anderen Kantonen beseitigt werden. Regierungsrat und Kantonsrat empfehlen ein Ja. Weitere Informationen finden Sie in den Abstimmungsunterlagen des Kantons.